von fucking Bilecki's Roomtour, Leute. Denn ich habe es geschafft. Ich habe am Wochenende Ron Bilecki persönlich kennengelernt, ja? Und man kann sagen, was man will, aber Ron Bilecki ist eine absolute Legende, ja? Da wurde sich der ein oder andere Tornado am Wochenende reingezündet. Entzündet den Tornado war ja tatsächlich an der Stelle auch unser Motto. Und Ron Bilecki hat jetzt hier eine Spontan-Roomtour gemacht. Ich werde ihn auch sicherlich, wenn ich in Berlin bin, alsbald besuchen. Ron ist ein wirklich unglaublich lustiger und korrekter Typ, der wirklich es absolut verdient hat, geisteskrank viral zu gehen. Ja, der ist wirklich so ein unterhaltsamer Guy. Ich habe selten jemanden getroffen, der so korrekt und funny ist wie Ron. Big, big love, big shoutout an den Bro. Und wir ziehen jetzt erstmal seine Roomtour rein. Let's go. Sorry, das war gerade ein Aussetzer. Bevor wir unseren nächsten Kandidaten besuchen, hier die Auflösung der letzten Folge. Ihr sollt... Hey, Aaron hat einfach den TV-Totalsprecher. Bitte raten, wie viel Miete Marvin zahlt. Die Lösung lautet... 1,5 insgesamt. Kannst du dir bitte eine Hose anziehen? Alter, so geil. Nein, scheiß drauf. Willst du einen trinken mit mir? Und dann sind die Frauen meistens nach 5 Schritten hier drin schon nackig. Ich habe hier meine Kondome immer sehr parat, griffbereit, weißt du? 200... Das ist übrigens eine Badehose-Chat, das passt, der wollte gerade baden gehen. Wie viele Frauen hast du in deinem Leben gebumst? Locker. Hallo Freunde der Sonne und herzlich willkommen zu einer neuen Folge zu Besuch, mal wieder in der Nacht. Es ist 5:07 Uhr, guten Morgen. Guten Morgen, Kumpel, wir besuchen heute Ron Bilecki. Alter, ich liebe ihn. Bilecki, oder? Bilecki. Bilecki? Bilecki? Ron Bilecki. Geiles Format, entspannt von Joko und Karg geklaut, oder? Das ist Ron Bilecki. Hä? Wie heißt der? Ab 190.000 Menschen haben Bilecki? Diesen sympathischen Alpha-Gorilla bei YouTube abonniert. So ein korrekter Ehrenbruder. Eigentlich, weil er ein Vorzeigesportler und Fitnessgenie war. Doch eines Tages lernte er seine große Liebe kennen, den Alkohol. Alter, der Tornado. Seit einigen Jahren sieht man ihn fast ausschließlich in betrunkenem Zustand. Und wir lieben es. In den wenigen nüchternen Momenten erschafft er lyrische Meisterwerke. Nice Runs, Bro, und Tittenarsch sind nur wenige seiner hitverdächtigen Meisterwerke. Heute holen wir ihn aus den Federn. Die Sache, man muss ja wirklich sagen, Ron weiß nicht, dass wir kommen. Ich finde es korrekt, dass sie direkt vor der Haustür filmen. Das macht extrem Sinn. Danke dafür, Aaron. Wenn du vielleicht noch dann die Adresse mit dem Google Maps Standort in die Kommentare machst, das wäre super. Du Vollidiot. Ersten Folge mit Marvin habe ich das so an YouTube-Kollegen geschickt und meinte, kann ich das bei dir auch machen? Ron so, yo, wann denn? Ich so, ja, sag ich dir nicht. Also, ja, wann denn? Ich so, ne, sag ich dir nicht. Der weiß nicht, dass wir kommen. Ich bin mal gespannt, ob er es aufmacht. Ah, jetzt ist auch hier verpixelt immerhin. Das war ja zum Glück dann hier auch der Fall. Also, das ist ganz gut gemacht, Aaron. Ey, sehr kalt. 0 Grad. Big Omega 0. Oh. Hallo! Hallo Ron! Hey, guck mal, was ich gerade gucke. Warum bist du denn noch wach? Komm mal rein. Warum fixst du mein Leben gerade? Guck mal, was ich gerade gucke. Guck mal, was ich mir gerade angeguckt habe und dann klingelst du bei mir, Alter. Warum bist du denn noch wach? Digga, keine Ahnung. Kannst du dir bitte eine Hose anziehen? Nein, scheiß drauf. Jetzt bin ich mal gespannt. So, Ron, zeig doch mal deine Wohnung. Ja, wir sind hier. Guck mal, da bist du. Ist gut, oder? Seit wann trägst du denn die Lache? Ich wusste so krass, dass du mich zu so einer unehrenhaften Uhrzeit besuchen wirst. Warum? Mach doch mal bitte die Musik aus. Ja, warte mal. So sieht's normalerweise nicht aus, aber ich habe letztens viel getrunken. Warum hast du hier am Monitor direkt Zewa-Tücher stehen? Ja, weil gewichst wird, ist doch klar. Es wird gewichst. Weil du wusstest, dass meine Nase läuft? Ja, genau. Hast du Besuch da? Nein. Ich dachte, du bist so ein Player. Ja, die brauchen jetzt alle wieder ein bisschen Zeit fürs nächste Wochenende. Also hier spielst du mal Call of Duty mit mir. Da ist meine Playstation, da ist mein PC. Hast du noch keinen? Doch, 5er hast du. Willst du einen trinken mit mir? Komm, ja, mach doch mal eine Mische. Komm, halt. Kannst du mit einer Hand sicher alles. Ja, ich krieg schon. Bisschen. Ron, fang! Na, ich bin abgehärtet. Extrem nötig, Aaron. Stört sowas nicht. Ich freue mich. Warum bist du noch wach gewesen? Ich wollte gerade schlafen gehen, wirklich. Ich bin um 4 aufgestanden, um dich zu wecken. So. Aktive Mische, Alter. Nicht mit Cola gemischt? Willst du noch einen? Das ist so ein nee, du kannst erstmal. Ich hab nicht ganz geschafft. Also, wir gucken hier mal. Hier sieht's schlimm aus, weil ich hab letztens Champagner-Action überall gespritzt.
Also es ist wirklich Katastrophe gerade. Geh doch mal Haare schneiden, du Hippie. Woodstock ist vorbei. Hey. Zeigst du Marvin mal deinen Pimmel? Alter, Schüttelmeitel. Marvin? Ja. Ey, ich hab gar nicht gecheckt, dass Marvin hier ist. So, komm, nein, komm, lass doch erstmal kurz hier gucken. Ich will noch mal kurz gucken, was du alles hier so hast. Hier ist nicht. Digga, wenn Aaron Troschke das bei mir macht, ich stech den ab. Wenn Aaron Troschke bei mir vor der Haustür steht, bei Gott, der kriegt erstmal einen Schuss mit der CO2-Pistole in den Nacken und dann steche ich ihn ab. Gut, dass ich nicht in Berlin wohne, bei Gott. Der wird erstmal allen Leuten in Berlin auf den Sack gehen und dann macht er das bei allen in Köln. Ich kenne ihn. Mein Gott. Du magst Tomaten in der Dose sehr. Nein, die sind richtig gut. Die sind so aus italienischer Feinkost. Oh, jetzt ein Rocker-Shake. Rocker geht doch auf vegan, warte mal. 24.03.21. Geht noch, eine Woche. Niemals. Auch wenn ich Rocker liebe, niemals. Bei sowas bin ich sehr vorsichtig. Guck mal, ich bin professioneller Koch. Ich weiß nicht, ob das viele wissen, aber ich habe eine Jamie Oliver Pfanne. Alter, Big Pock. Kennst du Jamie Oliver? Ja, ich bin Koch. Kannst du waschen? Ja, ich kann wirklich gut waschen. Ich mache das professionell hier. Ich habe hier mein Ariel und damit arielisiere ich immer. Guck mal, was ist denn das? Das ist ein richtig geiles Ölgemälde. Warum? Wie kommt dein eigenes Bild bei den Mädels an? Sehr gut. Wichtig und richtig. Das ist wirklich ein Hingucker. Also guck mal, stell dir mal vor, du kommst hier rein. Ich bin Beatrice. Nee, du reißt eher so Chantal auf. Nein. Ich bin ja gerade die Frau. Naja, Chantal. Nee, Mann. Bei mir ist alles ab 30 aufwärts. Ich bin Beatrice und guck mal, ich komme jetzt hier rein. Hm, hallo. Und erstmal gucke ich hier links und dann sehe ich das. Und dann sind die Frauen meistens nach 5 Schritten hier drin schon nackig. Okay. Ja. Alles klar, Bro. Boah, da wirst du nichts finden. Geht das Ding nicht auf? Ach doch, so. Ach, guck mal hier. Das sind nicht mehr wirklich Schuhe, die ich benutze. So, was ist hier drin? Hat sich jetzt neu gekauft, das ist so abstellmäßig irgendwas. Ich schmeiß da so die. Aber Sachen schöne Wohnung auf jeden Fall. Wie groß ist hier? 65 Quadratmeter. Perfekt. Schön Charlottenburg. Ja. Läuft bei dir. Im Herzen von Charlottenburg. Im Herzen von Charlottenburg. Ja. Warum ist das Kabel hier gespannt? Stolpern die Leute nicht? Nein, also ich bin besoffen hier nicht mal drüber gefallen. Und Aaron, guck mal, du musst dir vorstellen, ich habe hier wirklich Internetschwierigkeiten. Und ich habe jetzt den zweiten Vertrag schon einfach so abgeschlossen. Hab das dann irgendwie probiert und ich muss es so legen. Ich muss es noch verlegen lassen und sowas, aber ich krieg das anders. Wie willst du denn das verlegen lassen? Mama Aaron, auch sehr wichtig. Leider bist du keine Frau, aber ich habe hier meine Kondome immer sehr parat. Der hat die wirklich überall in der Wohnung, Alter. Weißt du, zum Beispiel das hier. Dann habe ich hier noch eins. Das hast du vorbereitet. Hast du mir geschrieben, dass du kommst? Nein. Ja dann, was soll ich denn vorbereiten? So, Aaron, ich muss vorbereitet sein. Nicht für dich, für die Frauen. Guck mal, stell dir vor, ich lieg hier auf so, aber so. So, weißt du? Und ich krieg gleich einen geblasen. Kannst du bitte, kannst du dich noch mal kurz so hinlegen? Wir müssen noch ein paar Sachen für die Kamera. Kannst du dich so hinlegen? Ja. Marvin, kannst du mal bitte den Schritt ein bisschen für den Geruchsrand? Komm, Marvin. So, okay. Darf ich ein Video zeigen, Ron? Du warst dabei sogar bei einem professionellen, nee, du warst nicht dabei. Marvin war dabei bei einem professionellen irgendwas und sogar da. Digga, dieses Bild ist so legendary. Hab ich's geschafft. Du so, hast eine Pornodarstellerin gebumst. Ja, na klar. Ron ist der Kollege, ich war auf einer Party, meiner Party, und da war jemand von einer Drogeriemarktkette. Ron war besoffen und geht hin und sagt, hallo, Sie sind der Marketingchef von Bing Bing. Ich bin Ron und ich mag's, wenn man mir das Arschloch leckt. Wichtig und richtig. Hat aber recht. Ist sehr entspannt, wirklich. Es ist sehr entspannt. Ja. Prost. Prost. Was ist denn hier so drin? Boah, da findest du nichts Besonderes, wirklich. Da ist zusammengeschmissen und alles. Hier sind Steuer. Zahlst du eigentlich Steuern? Aaron, ich probiere mein Bestes. Bist du so einer, der Briefe nicht so richtig aufmacht? Nee, wie vom genau so Stromnetz Berlin, von der AOK. Von der AOK. Warte mal, Ron, ich will mal gucken. Oh, guck mal, hier ist gar nichts drin. Ja, da sind keine Ahnung. Das ist wie dein Kopf, total leer. Hast du wie. I can't. Aaron fucking Troschke, actually Comedy Go Chat. Chakra hier? Ich hatte aufgebraucht jetzt mittlerweile. Aber nicht für mich, weil ich habe immer für Freunde etwas da, weißt du? Weil ich mach doch immer gerne so Gangbangs so. Und es gibt halt einfach Männer, die kriegen auf Alkohol keinen mehr hoch. Ich gehöre nicht dazu, aber... Passiert! Kennst du, wa? Nicht. Kennst du, oder? Du. Aber nicht auf Alkohol. Immer. F an Aaron. Immer. Hier kackt Ron Beletzki. Ja. Kannst du dich mal raufsetzen und zeigen, wie das so aussieht? Guck mal, wenn ich... Nee, mach ruhig hoch, Ding. Ja, guck mal, wenn ich hier kacke, ja. Meistens auch mit einem Glas probiert. Und Tür ist offen. Mhm. Tür ist immer offen, ob Frauen da sind oder nicht. Und dann guck ich da. Ach, guck mal, dein silberner Playbutton auf Klo. Guck
gut, richtig, oder? Richtig, ich habe meinen auch auf Klo. Ah nein, mein silberner Playbutton hat immer noch Sascha Henninger, der Wichser. Die Dusche finde ich sehr hübsch. Ich finde die auch sehr, sehr hübsch. Groß. Ja. Und auch hier schön mit Kante, weil bei den meisten Duschen ist keine Kante und dann läuft das Wasser immer raus und dann fließt es hier alles rein. Also ich sag dir ganz ehrlich, so wie es ist, das Badezimmer ist in einer Wohnung für mich mit das Wichtigste. Warte mal, ich habe hier immer so ein I love you Buch, weißt du? Ja. Weil das lese ich mir dann manchmal beim Kacken einfach durch, weil ich mich selber liebe. Kannst du das mal in die Kamera ernst lesen? There's always something left to love. So nämlich. And if you ain't learned that, you ain't learned nothing. Genau. Ich bin verliebt. Hast du mitbekommen, dass in Norwegen an öffentlichen Toiletten und so kostenlose Menstruationsprodukte für Frauen zur Verfügung gestellt werden? Das finde ich sehr toll. Ich finde es auch sehr toll, aber ich war vor den Norwegern da. Guck mal. Er war vor den Norwegern da, meinte er. Ja, da. Immer. Ehrenbruder. Am Start. Immer für Frauen da? Immer wichtig, sowas da zu haben. Ich habe es nicht bei mir auf der Toilette, sondern tatsächlich bei mir im Zimmer. Das ist immer ein bisschen dumm, ich soll es ja einfach auf Klo tun. Aber immer sehr vorausschauen und ein korrekter Move auf jeden Fall. Wichtig und richtig. Immer am Start. Und guck mal, manchmal ist es auch so. Rasierst du dir den Pimmel? Nicht immer. Manchmal ist es auch so, guck mal, ich bin manchmal auch ausgelastet, aber sehr ausgelastet, ja? Und dann geht das nach dem fünften Mal auch nicht mehr hoch, weißt du? Aber manchmal sind die Frauen ganz verrückt und die wollen mehr. Und genau deswegen habe ich den hier da. Ab! Das war knapp, Chat, das war knapp. Ich habe es gedodged, holy shit, ich habe gerade so krass den Twitch-Bann gedodged. Alter, habe ich gerade den Twitch-Bann gedodged. Holy shit, Mann. Ron Bilecki, wenn du hier ein Dildo in die Kamera pulst, um mich auf Twitch gebannt zu bekommen, musst du früher aufstehen, mein Freund, Dicker. Ich hab's einfach geahnt. Der redet über seinen nicht funktionierenden Pimmel, Digga. Und ich dodge das Ding einfach weg. Monkatos ausgedribbelt. Ron, das ist dein Schlafzimmer? Das ist mein Schlafzimmer. Hier habe ich auch noch so einen Fernseher, da gucke ich immer meine Pornos. Mhm. Hier diese Dinger sind was meistens... Was für Pornos guckst du am liebsten aktuell? Boah, ich bin da gar nicht so wirklich... Casting? Nee, mir reicht die Startseite. Ich habe gar keine Kraft, immer zu suchen, weil wenn es bei mir kommt, dann kommt es. Ja, kann ich fühlen. Manchmal ist actually einfach nice, YouTube-Empfehlungsalgorithmus, spül mir irgendwas rein, man. Raus. 200 Frauen hast du in deinem Leben gebumst. Locker. Alter, 200 ist so eine geisteskranke Zahl. 200 ist so eine verrückte Zahl. Ich weiß nicht, also ich will nicht flexen, aber das könnte man sicherlich auch schaffen, aber wie findet man die Zeit dafür, Mann? Wie findet man die fucking Zeit dafür? Man hat doch keine Zeit, mit so vielen Leuten Sex zu haben, Bro. Was macht der den ganzen Tag? Oh Gott. Wie alt bist du? 22. Seit wann bummst du? 21. Seit ich so 17 bin. Aber so richtig angefangen hat es mit 18. Mit 18, also 4 Jahre. Das sind 50 Frauen pro Jahr. Das ist aber eigentlich, wenn man das so rechnet, tatsächlich ganz machbar. Ja, das klingt jetzt dumm. Ja, locker. Das sind alle. Es waren mehr. Mehrere gleichzeitig Pfeifen. Ja, es waren locker mehr. Aaron, ich war jeden Donnerstag, Freitag, Samstag, es gab noch Montage, es gab Mittwoch. Nicht nur Pearl, es gab dann noch After-Hour-Schuppen, es gab noch das. Ja. Ron, komm mal wieder ins Schlafzimmer. Du hast dich fast angehört wie eine Frau, ich war fast sehr schnell da. Nice. Ja, und fast sehr schnell fertig. Du hast eigentlich eine sehr sexy Männerstimme. Ich habe eine sehr frauliche Stimme. Ja, stimmt. Danken mal alle. Ja, aber ich finde die sexy. Danke. Ja, also wenn ich irgendwann mal in Deutschland alle Frauen zweimal hatte, komme ich auf dich zurück. Aber erst zweimal. Sag mal, was war das Höchste, was du hier im Bett hattest an Mädels? Hier drin? Hattest du schon mal einen Dreier? Ja. Mit zwei Frauen? Also ich hatte einen Dreier mit zwei Frauen, ja. Weil das ist immer die meistgestellteste Frage, weil mir das keiner gönnt, aber ja, hatte ich. Ich hätte einfach durchziehen sollen damals. Ich hatte auch einen Vierer. Ich hätte einfach durchziehen sollen. Mit drei Frauen. Ich muss mich nochmal mit Ron zusammensetzen. Und da hat es dann aufgehört. Ist so. Warum hat es aufgehört? Also es ging nicht noch höher. Ich bin noch nicht am Highlight meines Lebens angekommen, weißt du? Das kommt alles noch. Ich muss ja sagen, ich bin sehr stolz auf dich, dass du immer Gummis benutzt. Ich dachte, du hältst ja, klar, so rein. Nein, das ist ganz wichtig. Ja, absolut. Und sie regelmäßig testen lassen, no joke. Mal, kannst du in die Kamera mal so eine Aufsage machen? Leute, wenn ihr fickt, dann nur mit Gummi? Natürlich. Nein, Schwanz, Bros und Ladies, mein Name ist Ron Bilecki und an alle Leute, die dieses Video gucken, fickt mit Kondom. Richtig und wichtig. Nein zu AIDS. Hatte auch einen Dreier mit zwei Frauen, einen Urlaub in Thailand und fertig. Was ist daran besonders? Bro, ich glaube, dass Ron die Frauen nicht bezahlt hat, mein Man.
glaube, dass Ron die Frauen, also das, der hat die, glaube ich, nicht bezahlt. Super. Ey, Ron, ich bin so ein bisschen enttäuscht. Das ist deine Wohnung. Komm, wir gucken mal in die Schränke. Guck mal hier. Oh, kannst du die mal anziehen wieder? Mit der haben wir uns kennengelernt. Na, wie soll ich das denn jetzt machen? Montclair. Na, Hand rein, ich halt fest. Mein Gott. Und jetzt gibst du das Mikro in die anderen. Immer von das unten, immer Männer. Von unten. Ach, jetzt siehst du auch breit aus. Was hast du? Nein, Schwanz, Bro. Was hast du denn hier noch? Aaron. Was ist denn dein teuerster Gegenstand? Guck mal, damit kannst du die Nasenhaare schneiden. Nee, ich möchte bitte nicht das gleiche Ding in der Nase. Mann, ich will auch einen Nasenhaarerschneider wieder. Meiner ist weg. Nase haben die. Hör auf, Ron. Ich hatte das nicht in der Nase. Was ist das? Ey, ich hatte mal mit einem Kumpel die Idee. Die Idee. Ja? Die Idee. Wir dachten uns, wir holen uns so eine Motorroller. Walkie-Talkies? Walkie-Talkies, genau, so nennt man die. Und wir dachten uns so, wenn ich hier bumse, und Handy ist ja mal schwierig, aber so ein Walkie-Talkie, wenn das hier liegt und die Frau sieht das, dann denkt sie sich so... Wieso kommt die gar nicht drauf, warum liegt hier nur Walkie-Talkie? Dann denkt sie sich halt so, ey, der Junge arbeitet im, keine Ahnung, Objektschutz oder so, weißt du, wie ich meine? Und das muss halt hier liegen, weil das ja zum Job gehört. Und dann dachten wir uns, wir können uns immer anfunken, so. Zum Beispiel, wenn ich gekommen bin. Hallo? Ich bin gekommen, over. Verstehst du? Hast du nicht auch wertvolle Sachen hier? Guck mal, Aaron. Was ist denn das? Das ist wertvoll. Von wem ist das? Von mir. Von deiner Geburt? Ja, von meiner Geburt. Taga, wirklich? Ja, ach, lüg mich doch nicht an. Nee, wirklich, ist von meiner Geburt. Wenn du was damit machst, schlage ich dich. Und das meine ich ernst. Ist doch nicht von deiner Geburt. Das ist von meiner Geburt. Das hat mir meine Mutter gegeben, als ich hier eingezogen bin. Das kriege ich zurück. Dankeschön. Das bedeutet dem weiß jetzt nicht auch mal einfach. Nee, das ist ernst. Das schwör. Ja, schwöre. Sonst holt dich aber der Teufel. Warum muss ich jetzt Peace-Zeichen zeigen? Mach ich. Schwöre, sonst holt mich der Teufel. Ja, Aaron ist doch auf dem Video irgendwo drauf, Digga. Der hat doch wieder irgendwas im Kopf. Ich schwöre, sonst holt mich der Teufel. Oh, das ist ja süß, du Kleiner. Ja. Du Junge von der Geburt, ey. Ja. Und der Babyspeck ist auch noch da. Ey, warum hab ich die. No joke, genau der hier. Okay, Champ und. Diese Jacke an. Halt mal bitte das Mikrofon, das macht mich gerade so verrückt. Sind deine Nachbarn eigentlich sauer, wenn du immer so laut bist? Nee, ich bin nicht mehr laut. Nur Kassenboxer, nichts von Dior. Traurig. Ja. Ich war hier immer mal ein bisschen lauter. Aber die Verpackung hat dir Julian geschenkt, wa? Julian hat mir das Boucher Voyage geschenkt. Was ist denn das? Guck mal, wenn du Business machst, halt mal. Halt doch mal, du kannst. Mein Gott. Hiermit bestätigen wir, dass Ron im dritten Anlauf die vierte Klasse geschafft hat. Stark. Nein, Mann, das ist Optikerbescheinigung, dass ich sehen kann. Dann haben wir hier Dings, Erste Hilfe. Leg dich mal auf den Boden, ich belebe dich wieder. Alright. Nee, mir geht's ganz gut, Ron. Ey, ich trage die eh nicht mehr, aber deine Frisur ist hässlich, ich schenke dir die. Alter, Aaron mit Big Plus raus. Das sind echte Gucci-Cappies, die habe ich getragen. Willst du die haben? Kapital bra. Aber wir können eine verlosen. Also, Instagram, Foto. Absolut beschissen, Mann. Warte, noch ein bisschen. Nee, nochmal. Mein Gott, ich krieg gleich eine Latte, weil ich wieder an Frauen denken muss. Achso, hier ist wieder der. Was ist denn das Wertvollste? Hast du deine Zeugnisse hier? Nein. Ich habe meine Zeugnisse wirklich nicht hier. Hast du Zeugnisse? Ich hab keine Zeugnisse. Ja. Aaron, ich lebe einfach. Ich brauch nichts. Wirklich. Aber mach mal dazu. Wohnung. Ja, Ron, wollen wir noch einen trinken? Nee. Das ist meine schönste Katze, die ich jemals hatte. Und Aaron? Nein, ich mag Katzen guck nicht. Guck mal, dafür... Was du gerade gesagt hast. Geh weg mit deiner Mann, wirklich, Ron. Ich hasse Katzen. Wie kann man Katzen hassen, Weird Champ? Wenn die keine Beulen machen würden, würde ich die überfahren. Der Typ ist lustig, aber warum ist er einfach so fame? Weil er lustig ist. Gib mal kurz her, ich will nur mal. Nein, du kannst mal ein paar YouTube-Kollegen anrufen. Ich gebe dir mein Handy nicht. Ich werde über mein Handy niemanden anrufen. Aaron, lass mein Givenchy-T-Shirt in Ruhe. Givenchy, zeig doch mal bitte ganz kurz. Lass doch mal ein, zwei Kollegen anrufen. Okay, dann sag doch mal. Wen willst du anrufen? Mach mal Telefonliste auf. Ich weiß ja nicht, wen du kennst. Ich kenne ja alle. In meiner Telefonliste findest du nichts. Ich habe 1800 Kontakte oder so. Willst du mein Handy noch anfassen? Nein. Bin ich nicht. So, Ron, erzähl doch mal. Wir müssen hier noch eine Auflösung machen. Was denn für eine Auflösung? Wie lange wohnst du hier schon? Boah, ich glaube, ein bisschen länger als 2 Jahre. Und, was zahlst du Miete? Wer bezahlt die Miete, du oder Julian? Ich? Soll ich dir mein Ding zeigen, meine Überweisungen? Ja. Nein, zeige ich dir nicht. Ja, okay, zeige ich dir. Nee, jetzt will ich sie nicht mehr sehen.
Ja, ich kann dir zeigen. Ron, du kriegst gerade schlechte Laune. Der Alkohol macht dich aber ganz schön aggressiv. Mann, es ist 2:30 Uhr. Verpiss dich jetzt, Aaron. Natürlich, ey, dich macht der Alkohol aggressiv. Ron, lass mich doch mal aufregen. Wir diskutieren hier doch gerade. Mit zwei Kameras? Ich rufe die Polizei gleich an. Mit zwei Kameras? Ey, es ist so einer bist du, genau. Da würde sich der Bastard dann hängst, aber schämen, wenn du hier einfach die Polizei anrufst. Ich war gerade hier so. Sorry, Lola. Ich war gerade hier so. Ach, Lola, ich nenne die mal Luna, wa? Auf einmal klingelt es. Aaron, fick dich ins Knie, Alter.